Halli, Hallo. hallo, das sind wir wieder. Zum zweiten Ja. Mal müssen wir zugeben, wir haben heute Nachmittag, also jetzt ist es schon 0 Uhr durch, haben wir gestern Nachmittag sozusagen schon mal probiert aufzunehmen. Da waren die TS-Server natürlich glorreich down. Ja. Ich habe jetzt zwar TS-Server verstanden, sind aber die PES-Server gewesen, die down waren. PES-Server. Na gut, was heißt down? Sie waren halt. Also, wir sind Schwerst auf dem Server überlastet. drauf und es hat geleckt, 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 Spiel abgebrochen. Eben. Auf jeden Fall, in der Zeit vom letzten PS-Spiel bis zum jetzigen PS-Spiel sind 3 Monate gut vergangen. Geben wir ja nicht zu, weil wir unsere ganz anderen Projekte aufgenommen haben. Wir reden das jetzt so in Schnellversion durch, weil wir vorhin alles breit schon erklärt hatten. Genau. Ja, also wir. Es ist jetzt, also es kam ungefähr 1 GB Update raus bei PS. Wir wissen nicht, also ich habe nicht die Patch Notes durchgelesen. Wir haben keine Ahnung, was passiert ist. Ja. Ob es alles grundlegend verändert ist oder ob wir jetzt spielen können oder nicht, das wissen wir nicht. Ja. Laut No, wo jetzt noch schießt. Ach so, wir hatten ja immer Burgstadion eingestellt. Das sind alles Sachen, die habt ihr schon wieder vergessen. Die hatten wir nämlich vorhin nicht eingestellt. Ach so. Ja, oder die hatte ich nicht Also. eingestellt, weil ich es einstellen konnte, weil es übelst geleckt hat. Also bei mir im Menü, obwohl ich keinerlei Internetprobleme hatte, wie ich habe geguckt, mein Ping im TS war 23, bei Gyros auch so die Dreher. Das, was weiß ich, was es da für Probleme mit den ganzen Servern gab. Ach stimmt, du hast im Menü gelegt. Ja, ich habe halt 12 Stunden gebraucht, bis ich meine Mannschaft auswählen konnte. Und ja, so war das halt gewesen. Übrigens, das Spiel ist Uruguay gegen Italien, wie gesagt. Wir haben schon eine lange, lange Zeit kein PES mehr gespielt. Witzig. Wir haben nur festgestellt, es wird Zeit. Es war Zeit. Die Zeit ist, wir haben noch 30 Spiele oder so vor uns. Und nicht mehr einen Monat Zeit. Ja, ihr müsst wissen, als wir angefangen haben, alles hier aufzunehmen, mit dem ganzen WM-Orakel, Ja. hieß es ja, wir haben noch... Boah, das fängt schon wieder super an, ey. Oh. Oh, ich weiß nicht, wie man Freistöße macht. Das ist auch nicht. Oh. So, ja, ihr müsst wissen, wir haben angefangen und dann haben wir uns gesagt, ja, wir haben noch 4, 5 Monate Zeit. Also, ist ja alles easy, schaffen wir noch zu machen. Dann hatten wir ja die ersten paar Spiele aufgenommen bis zum Ja. letzten Spiel. Wie ging denn das jetzt? Achso. Wie sollte man mal Abschluss machen? Eine Frage, die sich dann beschäftigt. Ja. Wie gesagt, das war halt so das, was wir uns gedacht hatten. Also den Port zu Pause für PS, weil es mich ein Gar wenig nicht fertig. aufgeregt hat. Nee, hat mich nicht aufgeregt. Und jetzt Giuseppe Rossi. Oh! Was war das? Ist auch nicht. Ach man. Kommt dir das Spiel weißt du schon anders vor? Nee. So. Oh! Ich Oh. finde immer das. Ich finde irgendwie, PS sieht richtig gut aus. Naja. Ist nicht. Ich muss sagen, wie gesagt, wir haben ja vorher schon mal aufgenommen. Ja. Oder wir haben es auf jeden Fall versucht. Und als wir dann ins Und Spiel jetzt sind, Giuseppe Rossi. dachte ich wäre... Oh, kann ich wahrscheinlich. Oh! Dachte ich wäre schon, ja, so schlecht sieht das ja gar nicht aus. Das stimmt. Aber wenn ich es jetzt so bei längerer Zeit wieder sehe, denke ich mir, ja, gut. Jetzt vielleicht die Chance.
Das kann doch nicht wahr sein. Haben wir übrigens schon mal geklärt, für wen wir bei der WM sind oder welches Team wir denken, welches gewinnt? Weiß ich nicht. Oh, faul! Okay, faul. War alles falsch gespielt. Ich glaube, das hatten wir nicht gespielt. Lag aber wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit daran, weil sonst heißen könnte, wir wären parteiisch. Ach stimmt. Genau, deswegen haben wir das nicht geklärt. Aber das kann nicht wahr sein. Was? Ey, wenn das nicht... Alter, das checkt schon wieder so an. Warte mal, wie hab ich denn die Freistöße geschossen? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nämlich. Oh! Genauso ging es mir gerade auch beim Freistoß. Konnte man nicht mit dem rechten... Ach nee, mit dem linken Stick konnte man die Bahn verändern, mit dem rechten... Ach. Ach, irgendwie ging das alles, ja. Aber wie genau? Man weiß Ach, es nicht. Man weiß es nicht. Man munkelt noch. Wo Elfe kaputt in der Küche liegt. Oh, die F-Tasten. Von damals. War übelst herrlich, ey. Oh! Ja, F-Tasten. Liga F-Tasten. Ja, egal. Wo wir vorhin stehen geblieben sind, warum wir das nicht gesagt haben, ja. Weil sonst könnte man ja sagen, man spielt mit einer Mannschaft schlecht, damit genau, die andere die halt gewinnt. Weiterkommen. Das wollen wir nicht, deswegen sagen wir nicht, wer gewinnt. Und ich ehrlich aber sein soll, ich wüsste auch gar nicht, wer alles bei der WM spielt. Hab ich der ganze Zeit schon wieder vergessen. Wir spielen ja ein Glück nicht WM. Nee. Ey, Sabah! Oh! Das gibt's doch nicht! Weißt du, wer das von Tor geworfen, sagt er da. Mir hat er irgendwas anderes gesagt. Italien hat 6 Punkte. Ach stimmt. Uruguay hat 3. Costa Rica hat 3. Und England hat 0. Genau, das ist ja... Costa Rica, England wäre übrigens das nächste Spiel. Was heute um 13.30 Uhr kommt... Ey, wenn das... Das Ball gespielt, ne? Ja, das habe ich nämlich schon, da habe ich mich informiert. Das kommt heute um 13.30 Uhr für euch. Und morgen in echt um 13 Uhr gleichzeitig mit diesem Spiel. Genau. Wette. Ja. Das. Zaba. Ehrlich, das war aber volle gute Foul, ey. Ey, mein armer Torossi. Gutes Mann. Ey, das war genau auf dem Ball, das gibt's doch nicht. Deswegen spielt das so an. Jetzt soll ich das schon wieder Partei, ich bin jetzt nicht mehr. Ach du, wo ist was Langweiliges. Wenn meine Spieler sich immer einen Ball abnehmen lassen, wenn du an dem vorbeiläufst, kann ich auch nicht für. Ja. Ah. Oh. Steht gut und ist zur Stelle. Ich finde das immer so lustig. Die Einsprechung. Oh, das verliert sie ihn. An der Rossi. Ah, oh, hey. Übrigens, liebe Leute. Weiß nicht, ob wir das in irgendeinem letzten... Kann nicht wahr sein. Oh. Bei Lu wäre da drin gewesen. Das stimmt. Boah. Was? Übrigens, Lumo meint natürlich seine Rage-Quits in den letzten 20 Folgen nicht so. Ja, wenn das nicht rot gibt, dann ist ich nicht. Was meinte ich nicht so? Na, deine Rage-Quits meintest du nicht so. Ach, das Schlimmste ist ja zum Glück gar nicht auf Band. So. Weil daher mein Mikrofon nicht aktiviert war. Und schon Ach mehr so. Erwähnt haben. Das war die schlimmste, lustigste Folge. Und da genau ist das Mikro kaputt. Oh, das gibt's doch nicht! Du hast einen guten Torwart. Ja, okay. Hab ich. Ich wollte gerade irgendwas erzählen.
Erzähle. Ich bin gerade noch überfragt, was ich erzählen wollte. Ich muss aber sagen, PS ist eigentlich ein... Steht aber auch keiner. Kein Schwein, Alter! Kinder, einfach nur Kinder. PS ist aber ein schönes Spiel zum Erzählen, weil man jede 5 Sekunden abbricht. Ey, langsam wirst du rau, Novo. Ich nie. PS ist ein schönes Spiel zum Erzählen, wie jetzt, was ich gerade sagen wollte, weil man jede 5 Sekunden abbrechen muss. Tja. Das kann, das ist ein Scherz, oder? An Verera. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört. Ey, komm, das war aber faul. Ey! Ich hatte gerade gemerkt, ich habe einen im Team, der heißt Rossi und einer, der heißt De Rossi. Echt? Ja. Dann habe ich mal einen Schuss aufs Tor gemacht. Das frage ich mich auch. Also, es ist ganz schön ausgeglichen zur Zeit. Nicht. Ich erinnere nur an die, an 8-1 oder so. Das sind dann jetzt kaputt. Ehrlich, der Arme, der liegt auf dem, der lehnt am Drecke. Da außer ganz weit die Füße still halten. Entschuldigung, hat keiner gehört. Was war denn? Das ist das erste. Naja, ihr wisst, mein Headset hat Kabelbruch. Deswegen spiele ich gerade mit In-Ears und das ist alles so leicht eingestellt. Das ist natürlich ärgerlich. Und Kopfball und ins Tor. Naja, fast. Kennt er nix. Kennt er auch nicht. Oh! Na, da ist er doch wieder. Was hat er gerade gesagt? Marty Krüger. Montenegro. So. Oh! Hat er sicher. Was pfeift ihr da? Alter, Spieler, kommt mal mit der Force Tor, ey. Es ist mir schon wieder ein Rätsel, wo meine Spieler rumkommen. Der Novo. Vorbei gespielt. Guck das mal an, wo es wirklich weit gespielt war. Guck mal, ja. Locker. So, jetzt weiß ich wieder, was ich erzählen wollte. Aber ich kann es nicht erzählen. Wieso nicht? Weil ich erstmal hier gucken muss. Oh! 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 Ich oh! Das war natürlich ärgerlich. Das gibt's doch nicht. Hat er sicher. Alter, meine Spieler müssten sich mal ein bisschen in deine Hälfte bewegen. Der ist aber flink. Das kann nicht sein. Ja, das war echt weit daneben. So, das was ist jetzt? Ball ausgewählt. Ein von den neuen. Gib mir neue Bälle. Der hat schon mal wenig was so einen aus. Machst du richtig. Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, wir haben uns ja, beziehungsweise hauptsächlich ich habe mich ja minimal über das Spiel aufgeregt. In den letzten paar Spielen. Ja. Hat man vielleicht gar nicht gemerkt. Nee. Aber war halt so, dass ich mich
von einem gewissen Teil aufgeregt haben. Und ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon mal zu irgendeiner Folge von PS gesagt haben. Es wird ja so sein, dass es mit dem nächsten PS ein neues Entwicklerteam geben wird. Das haben wir, glaube ich, gefühlte 100 Mal angesprochen. Ist das schon so lange klar? Ja. Das ist, seht ihr mal, wie lange das schon wieder her ist. Boah. Das Foul getroffen, meine ich. Ja, hätte das Foul getroffen. Das davor, von dem mit der gelben Karte, wäre sicherlich rote geworden. Das war aber echt Halleluja. Aber... Oh! Das ist doch nicht wahr! Hat doch sicher. Oh. Oh, ey, Dane. Zum zweiten Mal Pfosten. Das kann doch nicht wahr sein. Übrigens, ja, an alle aufpassenden Zuschauer, wenn ich mich noch minimal krank anhöre, könnt ihr ja raten, oder erraten, in welchem Zeitraum wir das aufnehmen. Ich glaube, wenn es überhaupt einen Zuschauer gibt, der das hier freiwillig anguckt, dann wird er da zufällig drauf klicken, weil er so viel Langeweile hat. Ey komm, das war jetzt aber kein Foul, ja? Oh, da gibt der gelb. Oh, natürlich ist es gelb. Er ist auch gut bedient mit. Oh. Ich könnte mich ja schon wieder über das Spiel aufregen, okay? Dass bei mir in der Verteidigung kein Spieler ist und bei mir im Sturm auch nicht. Und im Mittelfeld aber auch nicht. Oh! Sicher. Ey, dein Torwart! Willst du dich verarschen? Ehrlich. Ach ja. Läuft ja aber auch keiner frei, gell? Irgendwie so. So? Ja. Kann nicht wahr sein, ey. Das kann nicht. Ey, das wäre so guter Laufpass gewesen. Ich verstehe nicht, wie oft die hier gelbe Karte geben. Guck das mal an. Das war nicht unnötig. Das war schon mal vorzeitig gestoppter Angriff. Schon ja, mal erwähnt haben. Sicher. Steht halt auch kein Spieler vorne. Keiner. Ich finde die Musik im Hintergrund schön. Da, 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 da. Ist das anstrengend? Ist das anstrengend? Alter, du musst auch mal ein bisschen angreifen, wenn du schon an den Ball gehst. Ich weiß auch nicht, wie oft man dann hier auf die Angriff-Tacke hämmern muss, bis die mal irgendwas machen, ey. Boah. Was denn? Da ist gerade halt nicht so gut dabei. Nee, ist es nicht. Scheiße. Hallo, ich hab den Ball und geh nach vorne. Spieler, mitkommen! Mitkommen! Hallo! Oh, diese Mannschaft, ey. Och, ey, Schiri! Oh! Schiri muss Winnie mal Karten verteilen. Ich glaube, die gelbe Karte ist schon vollgeschrieben. Ja. Oh. Haben wir doch andere gelbe Karten. Wir haben keinen Platz mehr. Oh. Oh. Na gut. Das war jetzt auch, liebe Zuschauer. Ihr habt ja gesehen, ich konnte nicht besser spielen. Meine Mannschaft meinte, wir spielen defensiv, obwohl wir im Ballbesitz waren. Ja. Kann ja mal passieren, okay? Danke dafür. Mein Torwart ist natürlich bester Spieler.
Ah ja, locker, war ja absurd. Das stimmt, ich muss da kurz raustappen und dich lauter stellen. Ich hoffe, dann kackt die Partie nicht am so Lautstärke anpassen. Sag mal was. Hallo. Selbst wenn die Partie abkackt, ist ja eigentlich auch egal, ich stehe mir auf, außerdem ist das Spiel vorbei. Deswegen vielen Dank fürs Zusehen, es war ein 1-1. Damit ist Italien schon mal weiter. Weiter. Woo. Gut. Danke fürs Zuschauen. Genau. Ich mit in ihr und da so ein Gigabyte Update hat man gesehen, was da für ein Ergebnis rauskommt. Ein schönes, spannendes. Also, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.